So, ja, hallo und herzlich willkommen heute mal wieder vom Balkonien, weil es schön warm draußen. Wir haben heute zwar Sonntag und morgen geht es eigentlich erst richtig los, am 8. April 2019 mit der Auslieferung bzw. Vorbestellung des Kia e-Soul. Doch ich habe ja noch Informationen, die ich jetzt halt nicht preisgeben wollte. Da ich jetzt aber schon mal voraus aufnehme, gehe ich mal davon aus, dass es ab Montag dann alles in Sack und Tüten ist. Da werde ich mich dann Montag vergewissern. Und einige von euch haben es ja schon selbst vermutet, was die Lieferzeiten des e-Soul anbelangt. So wird halt darauf hingewiesen, dass aufgrund der Produktionsengpässe bei der Batterieproduktion es zu ähnlichen Lieferzeiten wie beim Kia e-Niro kommen kann. Also richtet euch mal auf Lieferzeiten von 12 Monaten plus ein. Am 8. April beginnt halt die Kundenbestellung sozusagen. Da könnt ihr halt eure Bestellung aufgeben vom e-Soul. Und was noch interessant ist, Kia führt ja jetzt das UFO-System ein, also hier dieses Telematik-System, wo man halt vom Handy aus das Auto steuern kann, sprich die Heizung, Klimatisierung, den Ladevorgang. Und da gibt Kia halt auch eine Zeit an, beziehungsweise die sind mit der Produktion der App noch nicht so ganz fertig. Also die ist wohl noch in der Beta-Version, in der Erprobung. Und da wird halt die erste Version ab dem zweiten Quartal 2019 angegeben. Ja, das wäre jetzt eigentlich schon, aber es wird halt noch ein wenig dauern. Es wird nicht sofort zur Verfügung stehen. Diese App soll halt jetzt in den nächsten Wochen sozusagen kommen und dann kann man tatsächlich ein Auto damit steuern, was noch gar nicht auf dem Markt ist, beziehungsweise was nicht verfügbar ist. Und das ist halt auch meine Frage, die ich jetzt mal habe, die sich ja schon viele andere Leute gestellt haben. Hier auch in der Community habe ich dann auch schon so einige Kommentare gehört. Warum liefert Kia nicht? Und eine schlüssige Antwort habe ich bekommen von jemandem, der das in den Kommentaren geschrieben hat, dass Kia, beziehungsweise dass die Automobilhersteller, so sehe ich das jetzt mal generell, auf das Jahr 2020 warten, weil im Jahr 2020 wohl die Flottenemissionen bzw. Flottenverbräuche als Maßstab herangezogen werden. Wofür oder wie überhaupt, das weiß ich leider nicht. Vielleicht kann mir da noch mal jemand etwas zu sagen. Und deswegen warten wohl alle jetzt aufs Jahr 2020. Das gibt dann halt hier wohl auch an, ab da soll es richtig ordentlich losgehen. Warum liefert ihr denn jetzt nicht schon aus? Weil dann würde es jetzt schon losgehen und ihr könntet hier in Deutschland den ganzen Markt absahnen, weil die anderen haben ja noch keine Autos. Ihr bietet das Auto an und man kann es aber nur bestellen, jedoch nicht fahren. Beziehungsweise jetzt ab April soll halt die Auslieferung der Vorführfahrzeuge beginnen. Ja, ich für meinen Teil finde das Auto immer noch total interessant und bin gespannt, wann er denn hier beim Händler erscheint, dass wir da gleich mal eine Probefahrt machen können, das Auto uns angucken können, wie auch immer. Die Daten sind vielversprechend und ich hoffe, dass es auch wirklich so wird, das Auto, wie es jetzt hier auf dem Blatt Papier zu sehen ist. Und trotz all dem, was jetzt hier so an Lieferschwierigkeiten sind, also das mit den Batterien ist natürlich eine Geschichte, ob die jetzt stimmt, können wir nicht nachvollziehen, weil wir nicht drinstecken. Aber warum wird jetzt ein Auto vorgestellt und auf den Markt gebracht, was im Endeffekt gar nicht zu haben ist? Das kommt mir so ähnlich vor, wie es damals in der DDR gewesen sein muss, wo es die weltberühmte Bückware gegeben hat, weil nämlich irgendwie nichts zu haben war, außer das, was unterm Tresen lag und die Schaufenster waren leer und die Regale ebenso.
Ja, ich dachte eigentlich, aus dieser Zeit sind wir raus. Aber gut, man kann sich ja irren. Ja, das soll es jetzt ganz kurz gewesen sein als Neuigkeiten zum E-Niro, zur Markteinführung. Und ja, das nächste Video werde ich auch gleich noch aufnehmen. Da will ich mal die Preise vergleichen zwischen dem Kia Soul EV und dem e-Soul. Und ja, da will ich mal einiges vergleichen, weil ich kriege immer Kommentare zu lesen von wegen, der neue ist aber extrem viel zu teuer. Okay, das soll es gewesen sein für jetzt und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer, wann ihr dieses Video seht. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Thank you.